Das Kloster Flechdorf ist eine ehemalige Benediktinerabtei im Ortsteil Flechdorf der nordhessischen Gemeinde Diemelsee im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Es bestand von 1104 bis zur Reformation. Seit 2007 finanzieren die Waldeckische Landesstiftung, das Landeskirchenamt und das Landesamt für Denkmalpflege eine grundlegende Sanierung der Kirche. Im Mai 2007 ersteigerte der im Jahr zuvor gegründete Förderverein Kloster Flechdorf die verbliebenen Gebäude und Grundstücke des alten Klosters. Der Verein hat sich zur Aufgabe gestellt, den Erhalt, die Restaurierung und die Nutzung der ehemaligen Klosteranlage ideell und materiell voranzutreiben. Ein Nutzungskonzept, das die Geschichte des Klosters berücksichtigt, wurde erstellt und seit 2009 werden Sanierungsarbeiten durchgeführt. Im Jahr 2015 ging der Hessische Denkmalschutzpreis an den Förderverein Kloster Flechdorf. Man konnte hier so um die Ecke gucken, aber nicht mehr. Und die einschlägige Handbuchliteratur nannte die Gebäude, die da stehen, außer der Kirche, relativ unbedeutende Bauten des 18. und 19. Jahrhunderts. Und immerhin konnte ich aber genug hier um die Ecke gucken, um zu denken, na, das stimmt nicht. Das kann gar nicht sein. Das haben wir im Zuge dieses zweisemestrigen Seminars, in dem wir auch damals eine Ausstellung für Klöster in Waldeck gemacht haben, nicht klären können. Aber dann ergab sich einige Jahre später die Situation, dass die Familie, der das Anwesen gehörte, das ihr 1968 oder 69 verkauft worden war, was man heute so wahrscheinlich nicht mehr täte, damit völlig überfordert war und die kamen nicht mehr klar damit. Und es war absehbar, es muss hier eine Lösung herbei. Ich kürze das jetzt hier ab. Und damals wurde ein Förderverein gegründet, der dann die gesamte Anlage von dieser Familie erwerben konnte. Das ist der Ausgangspunkt all dessen, was wir uns dann heute an Arbeiten angucken können und was der Ausgangspunkt der Geschichte der ganzen Anlage ist. Da gehen wir jetzt nicht so. Aber da hätte ich dann natürlich schon eine Frage. Bitte. So ein Förderverein hat ja nicht sofort, der muss ja sich entwickeln, entstehen, ja. Und der muss auch Geld haben, um das anzukaufen. Was war denn da sozusagen der Hintergrund? Es hat viele Spenden gegeben, es hat sich die Gemeinde damals, glaube ich, auch engagiert, auch finanziell, wenn ich mich recht erinnere, ganz am Anfang. Sie müssen nicht alle Geheimnisse preisgeben, aber irgendwo muss das Geld hergekommen sein. Ich kann das in kurzen Sätzen zusammenfassen. Es gab eine Zwangsversteigerung. Ja. Die Eigentümer hatten Schulden bei der Gemeinde, die nicht bedienen konnten. Die Gemeinde musste handeln, die musste versteigern. Und dann kam die große Sorge, was wird damit? Es sah nicht gut aus. Oder geht das jetzt so weiter oder nicht? Und dann sind wir wach geworden hier in Flechdorf und gesagt, wir gründen jetzt einen Verein und mischen uns ein. Gut. Und dann, als wir wirklich hier drin waren und dran konnten, ich mir nicht so sicher war, ich war damals Kunstgeschichte und Geschichte der Führungspunkte. Wir haben damals Herrn Wemhoff eingeladen, der war noch hier in der Region tätig. Matthias Wemhoff, der heute ja sicher. Ja, ja. Ne? Ich kenne ihn schon aus Paderborn. Ja, aus der Zeit in Paderborn. An seiner Paderborner Zeit haben wir den mal. Ich kannte den auch. Ich hatte damals relativ viel mit Paderborn zu tun, hatte damals mal Lehraufträge in Paderborn. So sind wir uns irgendwie gemeinsam bekannt. Den lud ich hierher ein und ging mit denen hier rein, als wir dann hier hin konnten. Es aber immer noch aussah wie Kraut und Rüben. Und der, wie man heute so schön sagt, der wäre fast lang hingeschlagen und hat gesagt, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Weil der natürlich sofort erkannt hat, was für eine Bausubstanz da steht, also alles dieses streifig Vermauerte, davon darf man ausgehen, dass es aus dem 12. Jahrhundert noch stammt. Natürlich mit zahlreichen und so weiter. Also rechts oben dieser Bereich, da war man zwischen den beiden Abfallrohren. Gemacht wurden, dann zutage trat, dass es eben diese Öffnung gab. Und wir gehen heute davon aus, dass diese Öffnung den in diesem Bereich im Laiendormitorium zu Besuch weilenden oder wie auch immer.
Stifterfamilie oder anderen hochrangigen Persönlichkeiten es ermöglichte, quasi an der Messe teilzunehmen, ohne wirklich hier zu sein. Die Öffnung ist wohl nie so groß gewesen, dass sie wirklich als Tür fungierte, dass man jetzt hier irgendwie eine Treppe gehabt hätte. Oh. Ich hier drin in den Räumlichkeiten gegründet wurde, als Ende des 16. Jahrhunderts die letzten Mönche auszogen. Wir haben ja hier ein Benediktinerkloster gehabt, das im 12. und 13. Jahrhundert durchaus blühte, viele Stiftungen bekam. Da gibt es mittlerweile ein eigenes Urkundenbuch, das heißt, die Quellen sind hervorragend erschlossen. Und das eine wechselvolle Geschichte hatte, natürlich dann auch im 15. Jahrhundert mal reformiert werden sollte, wie das so üblich war. Bursfelde ist auch gar nicht weit. Im 16. Jahrhundert gibt es nochmal so eine kurze Blüte und dann hat sich das Kloster sehr lange gegen die Reformation gesperrt. Erst im Grunde genommen in den 1560er Jahren. Einfaches Hospital ohne große Ordnungen, ohne alles. Das ist erst Anfang des 18. Jahrhunderts dann wirklich in eine Hospitalordnung gegossen worden und so weiter und so fort. Und das heißt, in den ganzen Baulichkeiten hier lebten eben Hospitalinsassinnen und Insassen. Das ist die Keimzelle des Altenheimes, das hier auf der anderen Straßenseite gegenüber ist. Die Einkünfte, Rechte und so weiter und so fort dieses Hospitals gingen an die Waldeckische Landesstiftung. Das ist so eine Sammelstiftung für verschiedene Einrichtungen dieser Art gewesen, die im 20. Jahrhundert gegründet wurde. Und dann eben, wie gesagt, gab man das hier in den späten 1960er Jahren in private Hände ab. Und hier wurde Landwirtschaft drin betrieben. Man darf sagen, mehr schlecht als recht. Und es ging so, natürlich ging auch im Laufe der Zeit irgendwie die Verbindung, so die mentale Verbindung, dass das und die Kirche hier zusammengehören und eigentlich eine Einheit sind, das ging so ein bisschen verloren. Kommen wir jetzt hier rein? Fördergeldern für eine heutige Nutzung umgebaut wurde. Auch dieser Raum war, wie man da hinten in der Ecke schön sieht, eingewölbt ursprünglich. Dieser Schutzpfeiler, den darf man auch ansehen, der ist deutlich jünger als der Rest. Eingewölbt, woran sieht man das? An der Konsole, wo das Gehölz drauf saß. Da sehen Sie den letzten Rest auch noch. Von der Konsole. Das ist jetzt das Fenster vorher war, wissen wir nicht, ob da vorher was war. Auch in dieser Wand fällt sofort auf, wir haben hier wieder das streifige Mauerwerk, das wohl wirklich in die frühesten Zeiten gehört. Dieses Material ist ganz typisch hier in der Gegend. Was ist das für ein Material? Topfstein? Nein, das ist Schaumkalk aus dem Zechstein. Ja, das kommt ja aus der Ader. Ja. Okay. Schwarzen, das ist so gewohnte Schlüssel. Wir haben dann, wie gesagt, hier diese ganzen Wirtschaftsgebäude aus dem 19. Jahrhundert, die wir sukzessive jetzt auch renovieren, nutzen und bespielen. Also da wurde völlig reversiv eine Tonnenanlage eingebaut. Da oben, das schauen wir uns gleich schon an, im Herbergsbereich, den wir auch natürlich erweitern möchten. Hier unten in der Raum. Das ist der Raum, in dem wir waren. Das sind die Mäuerchen, die wir mal so rausgeklopft haben. In der roten Jacke fällt das auch. Ja. Ja. Des Fördervereins Kloster Flechtdorf. Es ist mir die Ehre zuteil geworden, diese heutige Versammlung hier zu moderieren. Moderieren heißt, dass man selber gar nicht so furchtbar angehört, aber ein paar Einflüsse.
verführender Worte kann und will ich Ihnen nicht ersparen. Eine solche Runde hat schon einmal gehabt. Das ist relativ lange her, 2006. 2008 saßen wir schon einmal zusammen zu einer sogenannten Geberkonferenz. Da saßen wir nicht hier, da hätten wir hier auch gar nicht sitzen können. Da war hier nicht so sehr viel geschehen. Da waren wir eher noch in der Phase des Aufräumens als des Aufbauens. Das ist damals von uns allen erlebt worden als der Startschuss in all das, was in den danach folgenden mehr als anderthalb Jahrzehnten hier geschehen ist. Diejenigen, die heute schon so früh da waren, dass sie bei dem kleinen Rundgang durch das Kloster dabei sein konnten, haben sich davon überzeugen können, hier ist auch schon allerhand geschehen. Ich will Sie jetzt nicht hier mit Zahlen bombardieren, aber hier sind seit 2007 fast 1,9 Millionen Euro verbaut worden in die unterschiedlichsten Dinge. Die wurden aus den unterschiedlichsten Stellen finanziert. Der größte Anteil stammte vom Land Hessen, dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Aber schon relativ dicht dahinter stammen auch andere Geldgeber wie die Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die Liederförderung und andere mehr, auch Spenden und auch die Gemeinde Diemelsee und der Landkreis haben dazu beigetragen, dass das alles gemeint. Die große Vielfalt, die wir gerade in dieser Vorstellungsrunde hier eben gesehen haben, die kann natürlich auch zu sehr, sehr vielfältigen Unterstützungsformen führen. Uns ist durchaus die Situation, wo man einen Check auf der Tasche holt und hier auf den Tisch legt, aber wir schon irgendwie gerne mal hören würden, wie man sich von Seiten derjenigen Institution, die Sie jeweils hier vertreten, es vorstellen kann. Sondern ich würde sagen, diejenigen, die sich jetzt aufgerufen fühlen, sich dazu zu äußern, sind herzlich eingeladen, das zu tun. Und das ist nicht das berühmte Beamten-Mikado, wer sich zuerst bewegt, finde ich. Also ich lade Sie alle herzlich ein.